Wow, ihr wart hart, ihr wart hart. Maximum 3 hat eine Fresh-Alash-Auswertung von 19% und ist damit für euch eine Riesenenttäuschung, denke ich mal. Denn wenn zwei Hochkaräter ein Collabo-Album machen, erwartet man nicht einer der, ja, schlechtesten Auswertungen des Jahres, kann man fast schon sagen. 19% ist eine klare Ansage und an der Stelle kann ich euch da nur zustimmen, denn auch meiner Meinung nach ist Maximum 3 Trash. Angefangen bei der sehr fragwürdigen Promophase, die den wohl absurdesten Start hatte mit dem abgesagten Maximum 2 und der Umnennung von Maximum 2 in Maximum 3. Also finde ich nach wie vor nicht lustig und vor allem auch eher peinlich. Und war generell ein sehr schwieriger Start, um sich überhaupt mit diesem Projekt jetzt anzufreunden. Und die ersten Singles waren auch keine große Hilfe dabei. Denn musikalisch hat man irgendwie immer auf den ersten Punch gewartet und der ist nie dort gelandet, wo er landen sollte, meiner Meinung nach. Ich finde, man hat mit Casey Rebel und Summer Jam zwei Rapper, die rein technisch auf jeden Fall was auf dem Kasten haben und auch in der Vergangenheit solo auch sehr gute Projekte von sich gegeben haben. Aber es gab vor allem auch in puncto Casey Rebel für mich selbst immer mehr die Enttäuschung zu begutachten, weil er sich zu einem Mainstream-Pop-Artisten entwickelt hat, der jetzt nicht großartig darin konzentriert ist, auch gewisse Inhalte in seiner Musik zu transportieren, sondern es ging vielmehr in die Richtung, ey, wir brauchen mehr Vibe, das muss gut ins Ohr gehen, es muss gut charten, hitlastig klingen. Hier mal eine Pop-Hook von Mo Phoenix und ein Video mit Dagi B. Und ja, das hat sich auch hier bei diesen Singles zu Maximum 3 gezeigt. Das hat irgendwie alles nicht gehittet und die stärkste Single von allen wäre dann doch schwer zu benennen. Also ich wüsste da echt nicht, welchen Titel ich benennen würde. Geht nicht, gibt's nicht. Drill-Versuche mit Pop Smoke, Adlibs und zwei Parts, die jetzt nicht sonderlich krass sind, war erstmal nur so ein Okay. Walla 9 ist eine Discount-Version von Lil Pumps Gucci Gang und der erste Versuch, den nächsten TikTok-Hype zu generieren, war einfach komplett durchschaubar, die Aktion, und für mich nicht zündend. Fly, die nächste Fußballhymne für die abgesagte EM. QN, der I Like to Move It Club-Track, der nicht Bock macht. Was haben wir denn noch? Wow. Dein Cousin dritten Grades saß im Bau. Wow. Du liest manchmal Goethe oder Faust. Bruh. Das Positivste an Maximum 3 ist nahezu, dass die den Song mit Loredana hier auf dem Album doch nicht platziert haben. Geh deinen Weg ist dann doch nicht auf dem Album gelandet. Ich glaube, da war auch der Shitstorm zu groß. Sei es zum einen aufgrund des Loredana-Features, aber auch zum anderen war es einfach nur ein schwacher Track und ein misslungener Versuch, Destiny's Child, Say My Name, ins Jahr 2020 zu bringen. War echt nicht gut. Ich glaube, Casey und Summer waren sich von vornherein schon unsicher, ob die diesen Song überhaupt rausbringen sollen, wenn man sich alleine das Hörbeispiel auf Instagram anguckt, schaut euch mal die Blicke von Casey und Summer an. Das sieht nicht unbedingt so aus, als ob die sich das genauso vorgestellt haben, wie es da abläuft. Und das waren also die Singles zu einem Album von zwei Hochkarätern, die da das nächste brachiale Werk an den Mann bringen. Muss an der Stelle aber auch sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von Maximum 1 war. Das war mir ein bisschen zu sehr Parodie und zu viel kopiert. Also da hatte man fast 1:1 Beispiele von einem Ray Sherman Song oder man denke alleine an den Track Pixie ein Fan, der einfach Liddy von Tory Lanez nachahmt. Also da waren auf dem ersten Album schon Deutschrap fresher denn je Züge zu begutachten. Und dementsprechend hatte ich eine sehr, sehr niedrige Erwartungshaltung an Maximum 3. Und diese wurde sogar untertroffen. Ist einfach nicht spannend gewesen, dieses Album. Ja, also, ich kann auch ehrlich gesagt nichts Großartiges zu diesem Album sagen. Es ist irgendwie komplett uninspirierend, kommerzgeil, Playlist-artig angelehnt. Die Produktion ist natürlich sehr abnehmbar, aber das, was darauf stattfindet, ist einfach direkt vergessen, nachdem man es gehört hat. Der Song, der am positivsten hängen geblieben ist, ist der zweite, Push. Ich fand da das Arrangement ganz interessant, wie das Hin- und Herspiel aus Summer Jam und Casey dort abläuft, war ganz nice und der Beat hat gut geballert, aber alles andere ist für mich ja... Ne, werde ich mir jetzt ganz bestimmt nicht nochmal anhören. Wir sind da ja immerhin einer Meinung. Maximum 3 ist Trash. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um ein Voting zum ersten Teil zu machen. Heißt, jump bitte rüber auf die Fresh-Alash Instagram-Page, geht in die Story rein, denn ab jetzt gibt es ein 24-Stunden-Voting zum ersten Teil von Maximum. Ich bin gespannt, ob es dort einen Unterschied zu den 19% gibt. Mein Name ist Teddy, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.